Hi, ich bin Stefan und ich habe mich in 20 Jahren darauf spezialisiert, die Tiefpunkte von Aktien fundamental und technisch zu bestimmen und habe ein System entwickelt, mit dem man diese Aufwärtsbewegung ungefähr zu 50% abpassen kann. Und das, was ich jetzt heute mit dir auch einmal machen möchte, ist, dass wir einmal die besten Aktien aus dem DAX küren. Das heißt, wir versuchen jetzt mal die drei besten Aktien aus dem DAX zu finden, die du für 2024 nutzen kannst. Dazu werden wir zweischrittig vorgehen. Schritt 1 wird sein, wir verschaffen uns einen Überblick über den DAX, schauen einfach mal charttechnisch, wie sieht das im DAX gerade aus und identifizieren so dann halt die besten drei Positionen. Die Idee ist, dass du einen guten Überblick über die aktuelle Situation im Markt bekommst, weil der DAX ist gerade durchaus an einer recht exponierten Stelle. Einfach wenn wir uns die einzelnen Unterpositionen einmal anschauen, können wir, glaube ich, ganz gut verstehen, was da gerade passiert. Und das machen wir jetzt. Dazu habe ich uns jetzt hier einmal die Chartgalerie besorgt. Wir sehen immer zwei Positionen. In diesem Fall jetzt, wir starten mit Adidas und Airbus. Das Ganze ist einfach alphabetisch sortiert. Und wir haben auf der rechten Seite unseren Wochenchart und auf der linken Seite meinen Stundenchart. So, und wir können eine Sache auf den ersten Blick, denke ich, sofort sehen. Wir haben tendenziell gerade hier jede Menge Verkaufsvorschläge, sage ich mal, beziehungsweise ich nehme das immer so als Empfehlung, so hey Stefan, guck doch mal. Ja, wir sehen, wenn wir uns das langfristige Bild anschauen, sehen wir, dass wir jetzt zum Beispiel hier bei der Adidas eine sehr schöne Aufwärtsbewegung hatten von 95%, also eine sehr, naja, gemütliche Aufwärtsbewegung. Ja, die ging jetzt über ein Jahr bei der Adidas-Aktie. Genauso wie hier jetzt zum Beispiel die Airbus-Aktie, seht ihr es hier, Oktober bis Oktober, auch die ist sehr schön gelaufen jetzt langfristig. Ja? Vielleicht fragst du dich jetzt gerade, hey Stefan, hättest du denn einen Tiefpunkt hier unten bei Adidas, hättest du den denn getroffen oder jetzt von mir aus den hier bei Airbus? Wenn du dir das jetzt anschaust, hier mit meinem System, hier unten siehst du immer die Signale, die ich auch bei mir an den Investmentclub schicke, gab es drei Zeitpunkte in der Vergangenheit jetzt im Endeffekt, wo man in Airbus hätte investieren können. Wir hatten einmal hier diesen Bereich, der dann hier in solch einer ersten Aufwärtsbewegung geendet ist. Also klar, wir hatten auch davor welche, ne? Ist logisch. Also hier waren welche, da waren welche. Aber wir gucken jetzt mal die nahe Vergangenheit an. Also im Endeffekt hätte man hier reingehen können, dort und dort. Und wenn wir jetzt, weiß ich nicht, den jetzt hier einfach uns mal anschauen, was ist da passiert. Ja, da hätte man hier einen Vorschlag bekommen, einzusteigen, dort und hier dann nochmal, ja, perfekt wäre natürlich der hier unten gewesen, ist logisch, ja, da hätten wir den Tiefpunkt auf 1,96% abgepasst, das wäre natürlich absolut großartig gewesen. Aber auch wenn du jetzt zum Beispiel diesen hier genommen hättest, dann, sagen wir mal, du wärst im blödesten Zeitpunkt eingestiegen, da oben, dann hättest du auf 10% genau den Tiefpunkt hier abpassen können. Das ist übrigens das, was mein Opa mir immer gesagt hat. Stefan, du musst nicht wissen, wann Aktien drehen. Es reicht völlig aus, wenn du so auf 10% genau das Ganze bestimmen kannst. Ich habe lange gearbeitet, um das zu schaffen, aber du siehst, inzwischen klappt das ziemlich gut. Schauen wir uns die nächsten beiden Kandidaten an. Also hier auch wieder das langfristige Bild. Jetzt hier Allianz und BASF. BASF hatte ich bis gestern. Ja, du siehst hier, ich habe hier einen Vorschlag bekommen. Ich weiß noch nicht. Wahrscheinlich wäre es klug gewesen, die noch weiter laufen zu lassen. Mein Problem war, ich habe nicht richtig gesehen, wo ich meinen Stop hätte hinsetzen können. Also ich hatte ein paar Vorschläge, aber ich habe mir halt gedacht, okay, das Gesamtbild sieht momentan so aus, als ob der DAX halt kippt und ich habe jetzt halt hier meine 20% plus habe ich halt einfach mitgenommen aus der letzten Bewegung. Aber ich weiß es natürlich auch nicht. Besteht durchaus die Möglichkeit, dass wir hier Richtung 60 oder sowas noch hochgehen. Ja, ärgere ich mich dann? Weiß ich nicht. Ich ärgere mich selten über 30% plus. Aber das muss jeder selber entscheiden, was er halt so machen möchte. So, aber auch hier sehen wir jetzt wieder, hier, wenn ihr euch das langfristige Bild hier einmal anschaut, wir hatten hier diesen alten Hochpunkt, sind da jetzt drüber hinaus, ja, also bei der Allianz-Aktie zum Beispiel und auch jetzt gerade relativ teuer bewertet, würde ich sagen. Auch hier haben wir wieder Verkaufssignale bekommen, ja, also jetzt gerade relativ frisch und ja, das Bild, das wird sich jetzt auch so ein bisschen so durchziehen. So, dann haben wir jetzt hier die Bayer-Aktie. So, Bayer haben wir ein bisschen anderes Bild. Da können wir sehen, wir hatten jetzt letztens Einstiegssignale bei Bayer, die jetzt aber aufgehört haben. Jetzt kommen erstmal keine Einstiegssignale mehr bei Bayer. Aber wir haben jetzt halt hier diese extreme Abwärtsbewegung gehabt. 50% sind jetzt hier in dieser Seitwärtsbewegung. Einfach nur vom Chartbild.
Bayer ein heißer Kandidat auch immer noch. Weil wenn wir einfach mal reinschauen, jetzt hier in der letzten Zeit, ja, und jetzt mal gucken, wo sind wir jetzt gerade? Wir sind jetzt hier vom Tiefpunkt sind wir 5,6% weg, ja. Also angenommen, du willst da jetzt noch reingehen, hier, weiß ich nicht, keine Ahnung, einen Stop, 8, 9, 10% oder sowas, kann man nach wie vor immer noch machen. Chancen-Risiko-Verhältnis immer noch sehr, sehr gut bei der Aktie. Wenn du hier das langfristige Bild anguckst, ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass wir irgendwann neue Höchststände sehen. Wenn du einen sehr, sehr langen Anlagehorizont hast, ich kenne ja deine Strategie nicht, ja, hier 350% ist jetzt nicht ausgeschlossen. Ja, und wenn du, auch wenn du dich jetzt hier auf 100% oder sowas beschränkst, dann wären wir wieder hier auf den alten Hochs hier. Auch das, denke ich, durchaus eine sinnvolle Variante. Man kann natürlich auch niedriger gehen. Ganz egal, wie man möchte. Die Wahrscheinlichkeit, dass das jetzt gerade ein sehr guter Zeitpunkt ist, ist ziemlich hoch. Wir sehen auch ein interessantes Bild bei der Bayer-Aktie. Siehst du, dass du hier in diesen Tiefpunkten häufig ein sehr hohes Volumen hast? Ja? Und das haben wir eindeutig jetzt hier an der Stelle auch wieder. Ja? Also ist ja ein eindeutiger Peak, den wir hier haben, vergleichbar hier mit diesem. Also dementsprechend gerade eine sehr schöne Einstiegssituation bei Bayer. Überleg's dir mal, ja? Bei Bayersdorf haben wir wieder die andere Situation. Verkaufsvorschläge in letzter Zeit. Eine sehr schöne Entwicklung. Auch hier wieder über ein Jahr, anderthalb Jahre ging das Ganze jetzt nach oben. 59%, sehr saubere Abwärtsbewegung. So ein paar Rücksetzer hier so in der Abwärtsbewegung, aber im Endeffekt ganz, ganz sauber durchgelaufen. Dann BMW und Brenntag, ja, sehen wir auch BMW noch in der Aufwärtsbewegung. Allgemein die Automobilhersteller durchaus noch spannend. Ich habe ja auch einige Videos dazu gemacht, als wir gerade hier unten waren. Wie sah das hier bei BMW aus? Ihr könnt es hier sehr schön sehen. Hier unten der Vorschlag zu investieren, die wären schon ein bisschen spät gewesen hier oben, ja. Aber der hier war einfach perfekt, ja. Also auch hier wieder Tiefpunkt, was ist das hier? 2,5% den Tiefpunkt abgepasst. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ich finde das ziemlich genial. So, kommen wir einmal zu den nächsten zwei Positionen. Das ist jetzt hier einmal Commerzbank und Continental. Auch hier sehen wir, wir hatten wieder Verkaufsvorschläge. Hier habe ich auch ein Video zugemacht zu der Commerzbank-Aktie, wo ich gesagt habe, hier, pass auf, wir sind hier gerade auf dieser Höhe und da müsste man dann mal schauen, wie man damit umgeht. Dann haben wir noch Continental, auch hier eine sehr schöne Aufwärtsbewegung, auch die jetzt so anderthalb Jahre alt ungefähr. Auch hier wieder an der Stelle, wo es tendenziell sein kann, dass wir eher ein bisschen zu teuer sind aktuell. Covestro, Daimler, ähnliches Bild. Deutsche Bank habe ich auch ein Video jetzt zugemacht. Also wenn dich das interessiert, guck da ruhig mal rein. Auch hier das Problem, wir sind auf diesen Höchstständen gerade. Ein sehr wahrscheinliches Szenario, dass das Ganze jetzt vielleicht kippen wird. Deutsche Börse, ähnliches Bild. Kurzfristig gesehen ist es recht wahrscheinlich, dass wir hier wieder so eine Abwärtsbewegung hier runter bekommen. Und auch hier siehst du so ein bisschen, dass diese Aufwärtsbewegung ein bisschen einfach ins Stocken geraten ist. Deutsche Post, Deutsche Telekom, auch hier sieht so ein bisschen kritisch aus gerade, ne? Auch das sieht so aus, als ob das irgendwie kippt. Hier bei der Deutschen Telekom ist die Abwärtsbewegung schon ein bisschen fortgeschritten. Auch hier sind wir wieder auf den alten Höchstständen, hier so um April, also hier der Höchststand um April und hier so um August rum ungefähr sind wir gerade auf dem gleichen Level. Du siehst auch hier wieder nicht unwahrscheinlich, dass das Ganze kippt. Fresenius dümpelt noch so irgendwo im Nirgendwo rum und E.ON ist auf einem relativ kritischen Level, allerdings zum zweiten Mal. Bin mal gespannt, ob sie es diesmal schaffen, da durchzukommen. Hannover Rück hat auch jetzt ein paar Vorschläge bekommen, so von wegen, hey, überleg doch mal wegen einer Gewinnmitnahme, zieh mal deinen Stop nach, so in der Art, ja. Hier, wenn man das jetzt schön mitgenommen hat, auch hier können wir vielleicht nochmal einmal reingucken. In letzter Zeit gab es zwei Momente zum Einsteigen. Hier siehst du die eine Wolke. Und hier unten siehst du die andere Wolke, in der man hätte einsteigen können. Das heißt, einmal hier unten hatte man eine Einstiegsmöglichkeit und hier hatte man eine sinnvolle Einstiegsmöglichkeit. Und ja, dazwischen hätte man halt immer die Finger von lassen müssen, beziehungsweise das sind natürlich die Zeiten, wo du die Position dann halten musst. Ja, so und ja, ein paar Vorschläge gab es jetzt hier auf diesem letzten Weg nach oben auch schon. Ne? Also hier gab es einmal Vorschläge, dass man hier vielleicht rausgeht. Wäre das schlecht gewesen? Ehrlich gesagt, nein. Ne? Also wenn ihr euch das hier anguckt, 10% ging es da nach unten. Ich wäre jetzt nicht unglücklich gewesen, hätte ich jetzt hier einen Verkauf gemacht. Nächsten Vorschlag gab es dann hier.
und dann nochmal da oben und jetzt gibt es halt gerade wieder einen. Also du siehst, diese Verkaufsvorschläge, die sind nicht so wichtig, sage ich mal, wie die anderen, aber sie helfen mir halt immer da mal zu sagen, ja, okay, ich gucke jetzt mal, dass ich vielleicht mal meinen Stop ein bisschen nachziehe. Ja, und das ist auf jeden Fall, denke ich, eine ganz kluge Variante, das zu machen oder halt dann zu verkaufen, wenn man halt mit der Performance bereits zufrieden ist. Bei Heidelberg Materials, da bin ich jetzt nochmal ein bisschen genauer reingegangen, weil mir der Ausschnitt von 2 Jahren ein bisschen zu klein war. Jetzt haben wir hier das langfristige Bild und du siehst hier sehr, sehr schön, wie wir gerade genau auf dem Hochpunkt von 2021 sind. Pass also ein bisschen auf, wenn du da jetzt dabei bist. Die Wahrscheinlichkeit, dass du, wenn du jetzt verkaufst, in 5 Jahren sagst, ja, das war ein schlechter Zeitpunkt, ist, glaube ich, nicht so groß, aber du triffst natürlich wie immer deine eigenen Entscheidungen. Ja, bei Henkel und Infineon kamen jetzt halt auch wieder gerade die Vorschläge mal zu gucken. Ja, also auch hier, ne, hier wieder auf dem alten Hoch. Du siehst, es wiederholt sich einfach so ein bisschen. Mercedes-Benz, ungefähr die gleiche Situation wie bei BMW. Ne? Also auch hier, die Einstiegszeitpunkte sind halt leider schon vorbei. Dann Merck sieht interessanterweise ganz, ganz anders aus. Seht ihr das hier? Dass bei Merck es irgendwie ganz anders läuft, also einfach so vom Chartbild her. Wenn du bei Merck einfach mal so ein bisschen rauszoomst, also das sind jetzt hier ist 2021, das ist schon ein bisschen längerer Zeitraum. Es gibt immer mal wieder Momente, wo man sie sich mal angucken kann, ja. Und jetzt sind wir schon auch irgendwie gerade in einem ganz interessanten Bereich, ja. Also hier auf der Höhe hier von dem alten Tief, also hier wäre so auch ein schöner Einstiegszeitpunkt vielleicht gewesen, wenn man jetzt, das wäre jetzt nicht nach meinem System, aber man kann ja nicht nur nach meinem System handeln, ja, das sollte auch klar sein. Also hier war eigentlich jetzt auch gerade ein ganz interessanter Zeitpunkt. Für mich Merck durchaus noch ein ganz spannender Kandidat, ist auch bei uns bei den Signalen momentan durchaus vertreten, also, beziehungsweise ich gehe davon aus, dass da demnächst jetzt hier nochmal was kommt, um dort einzusteigen. Das Problem ist, die Aussicht ja, ist schon ganz nett. Ne? Also hier kommt jetzt drauf an, wie man halt so tickt. Also wenn man jetzt darauf setzt, ist man bei 50%. Wenn man hier so hingeht, dann wäre man so bei plus 20%. Hier wäre man bei 35%. Das ist, denke ich, so eine Größenordnung, die durchaus realistisch ist. Das Problem, was wir halt haben, wenn wir das einfach mal langfristig betrachten, ist halt, dass wir hier diese lange Aufwärtsbewegung hatten und in dieser langen Aufwärtsbewegung sind wir jetzt aber halt irgendwie in einem recht starken Rücksetzer aktuell. Und ja, also durchaus eine ganz spannende Bewegung momentan. Also man kann, denke ich, durchaus darauf setzen, dass das Ganze jetzt hier nach oben geht. Aber so richtig gut sieht das irgendwie nicht aus. Ne? Und insbesondere, wenn du das Marktumfeld in Deutschland dir anguckst, alle Aktien haben so gut performt und Merck hat doch ziemlich auf den Deckel gekriegt, wenn man ehrlich ist. MTU pendelt irgendwo im Nirgendwo rum. Münchener Rück hat eine sehr, sehr schöne Aufwärtsbewegung hingelegt. Auch hier kamen jetzt wieder ein paar Vorschläge. Also potenziell für mich gerade so der Moment, wo ich so sage, jo, Stop nachziehen, wäre eine kluge Variante. Dann habe ich gestern für dich ja ein Video zur Porsche AG gemacht. Du siehst hier Einstiegssituation. Eine der wenigen Aktien, die momentane Einstiegssituation bieten. Hier sehen wir jetzt noch nicht so einen langen zurückgehenden Chart, was einfach daran liegt, dass das ja die Porsche AG Aktie ist, die ja jetzt erst neu rausgekommen ist. Wir sehen, wir sind ungefähr gerade auf Level des Verkaufspreises. Wenn du es ganz genau wissen willst, wie es gerade um die Porsche-Aktie steht, schau dir einfach mal mein Video dazu an. Alternativ dazu haben wir hier noch die Porsche Automobil Holding. Ähnliches Bild wie bei Volkswagen, die wir uns gleich noch anschauen, oder halt aber auch bei BMW und bei Daimler, beziehungsweise bei Mercedes-Benz. Ich habe mich immer noch nicht dran gewöhnt an den Namen, aber naja, wurscht. So, und hier siehst du jetzt halt auch diese recht schöne Aufwärtsbewegung, die wir jetzt hatten. Hier unten war halt auch wieder unser Einstiegsmoment nach Möglichkeit und ja, jetzt müssen wir halt mal gucken, was passiert. So, dann haben wir hier Kiagen NV. Interessanterweise, ich habe mich noch nie so richtig mit dem Unternehmen beschäftigt. Das wäre vielleicht mal eine Videoidee für morgen. Auf jeden Fall, charttechnisch sieht es halt gerade leider nicht so spannend aus. Auch hier haben wir so eine Aufwärtsbewegung. Hier war der letzte Tiefpunkt, also jetzt gerade sicherlich keine Einstiegssituation. Rheinmetall habe ich ja auch ein Video zugemacht, kurz vorm Abgrund. Seitdem ich das Video gemacht habe, ich glaube das Video, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, das habe ich glaube ich hier so irgendwo gemacht. Ist die Aktie relativ gut performt, ja, also hier so, was weiß ich, wie viel das noch nach oben gegangen ist, aber sei da wirklich vorsichtig, ja, also die Bewegung, die wir hier haben, ich glaube nicht, dass die nochmal weitere 100% macht. Wenn du Rheinmetall hast, pass auf,
ein stark zyklisches Unternehmen. In Krisenzeiten läuft die Position immer unglaublich gut. Aber du siehst es ja hier, du hast auch extreme Rücksetzer hier, 50%. Ja. Also geh mal davon aus, dass dir das auch hier passieren kann jetzt. Also von, wo sind wir gerade, 280. Ich halte jetzt Werte um 140 rum. Also dann wären wir wieder hier unten definitiv nicht für ausgeschlossen. Und die ist so gut gelaufen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir demnächst wieder Preise um 100 sehen, aber das ist einfach so meine Erfahrung zur Rheinmetall-Aktie. Passt da auf, extrem zyklische Aktie. RWE, SAP tendenziell wieder eher ein bisschen schwierig. Sartorius hat mich richtig geärgert, also hier diese Abwärtsbewegung. Ich habe es, glaube ich, zweimal versucht einzusteigen und dann war mein Portfolio voll und dann bin ich hier unten nicht mehr rein. Ist jetzt nicht schlimm, aber alles gut. Trotzdem ist es halt so, ist jetzt sehr, sehr schön gelaufen in letzter Zeit, aber hat, glaube ich, noch ein bisschen Luft nach oben, würde ich jetzt erstmal vermuten. Wird man halt sehen. Ja, ansonsten Siemens auch hier wieder, ne, tendenziell gerade in einem Bereich, wo es gut sein könnte, dass die Aktie dreht. So, weiter geht's. Siemens Energy, Siemens Healthineers. Ja, beide auch ganz schön gelaufen jetzt hier in letzter Zeit. Ihr seht es hier, plus 55%, plus 20%. Also durchaus auf einem ganz spannenden Bereich. Siemens Energy nach meinem System potenziell noch wesentlich mehr Potenzial, als es jetzt bei Healthineers der Fall ist. Aber bei beiden würde ich sagen, kann man durchaus darauf hoffen, dass wir eine ganz schöne Entwicklung in der nächsten Zeit sehen werden. Dann haben wir hier Symrise. Ja, Symrise pendelt hier so seit Ewigkeiten irgendwo im Nirgendwo rum. Jetzt gerade sicherlich kein guter Zeitpunkt. Also versuch halt immer kompromisslose Investments zu finden, wo halt alles stimmt, wo es unternehmerisch passt, wo es vom Chart her passt. Du wirst richtig gut werden im Investieren in deine Aktien, wenn du es schaffst, möglichst viele Szenarien einfach auszuschließen und möglichst diszipliniert einfach nur die bestmöglichen Entscheidungen zu treffen. Vonovia gerade auch an einem neuralgischen Punkt, ja, wäre auch vielleicht eine Idee für ein Video, ehrlich gesagt. Also hier jetzt gerade auf dem letzten Level durchaus auch eine Möglichkeit, darüber nachzudenken, ob man eine Gewinnmitnahme mitnimmt oder nicht. Falls es nach unten geht, einfach ein bisschen nach unten absichern und das Potenzial aufrechterhalten, dass man halt nach oben gehen kann, ist da, denke ich, eine kluge Strategie. So, und die nächste Aktie, die auch noch meiner Meinung nach ein richtig gutes Potenzial hat, wo ich auch aktuell investiert bin, ist die Zalando-Aktie. Wir sehen hier diese wunderschöne Bodenbildung hier bei Zalando aktuell. Also hier, du siehst hier immer wieder die Tiefpunkte. Jetzt gerade pendeln wir hier so dran rum. Das ist immer ein Zeichen, wenn du so einen Chart hast, der so ganz, ganz langsam kippt, wenn man so will. Das ist häufig ein Zeichen dafür, dass die Stimmung bei einer Aktie gerade kippt und sich ändert und dreht. Und deswegen ist das auch durchaus gerade ein sehr, sehr spannender Moment. Schauen wir uns das ganz konkret an. Also, du siehst es hier, wo mein Einstiegszeitpunkt war. Ich bin jetzt nicht sonderlich happy mit diesem Einstiegszeitpunkt, wenn ich ehrlich bin, weil wir jetzt halt diese zwei Monate Seitwärtsphase haben. Wenn wir einmal kurz ins Depot reinschauen, dann siehst du das. Ich bin jetzt hier gerade 9,63% im Plus. Also durchaus eine relativ schöne Entwicklung, wenn man das jetzt auf zwei Monate rechnet. Ich meine, viele haben ja Renditen bei ihren Aktienportfolios von 7-8% im Jahr. Dann sind natürlich 10% in zwei Monaten absolut großartig. Das ist mir natürlich vollkommen klar. Aber nichtsdestotrotz, du siehst halt, dass das halt so eine Seitwärtsbewegung ist. An der Stelle vielleicht einmal kurz einen kleinen Gruß an meinen Sponsor, ja, Freedom24. Ich habe das Depot da jetzt schon eine ganze Weile. Ihr könnt sehr einfach Stops einrichten. Ihr habt Live-Daten zum Handeln. Ihr wisst also immer ganz genau, zu welchen Kursen ihr gerade einkaufen könnt. Meiner Meinung nach wirklich ein cooler Broker. Und wenn wir uns das Potenzial angucken, was die Zalando-Aktie jetzt gerade hat, dann würde ich sagen, reden wir von 100% und mehr. Ja, also die Frage ist noch ein bisschen, was für Aufwärtsbewegungen targetierst du bei einer Aktie wie Zalando? Aber ich denke, dass das richtig abgehen kann durchaus. Gut, damit haben wir uns einen schönen Überblick verschafft. Es gibt, finde ich, eine Sache, die wirklich extrem auffällt. Wir haben ganz viele Aktien, die gerade an so neuralgischen Punkten sind, wo es sehr, sehr wahrscheinlich ist, dass das Ganze kippt. Und du kannst es hier sehen, auch auf Indexebene, das ist jetzt der DAX, habe ich jetzt hier gerade den Vorschlag, wenn man so will, dass man doch jetzt vielleicht mal aufpassen sollte. Wir sind schon so ein bisschen auf einer tendenziellen Bewegung nach unten. Klar, ich habe keine Glaskugel.
Ich weiß es auch nicht genau, ob das jetzt hier der Hochpunkt ist, ja, aber momentan sieht es schon so aus, als ob wir an einer Stelle sind, wo es sein kann, dass wir wieder einen Rücksetzer sehen, so Richtung 12.000, 13.000. Und deswegen sei einfach so ein bisschen auf der Hut. Wir haben ja auch am Ende des Jahres häufig diese Jahresendrallye. Ja, man könnte jetzt sagen, das hier war jetzt unsere Jahresendrallye hier vielleicht seit Oktober. Und da musst du jetzt halt einfach so ein bisschen aufpassen und dir überlegen, wie du damit umgehst. Insbesondere, wenn du extrem in deutsche Aktien investiert bist, nutz vielleicht die Zeit für eine schöne Diversifikation und dann sollte das eigentlich passen. Wir wollten aber ja die Top 3 Aktien besprechen. Du hast es wahrscheinlich schon gesehen, ich habe absichtlich eine Top 3 gemacht, weil es gibt momentan nur 3 Aktien, die man irgendwie kaufen könnte im DAX. Meinen absoluten Favoriten hatten wir jetzt gerade am Ende. Das ist ganz klar hier die Zalando-Aktie. Du hast hier das Tief gesehen, was wir uns hier angeguckt haben. Aber auch wenn du langfristig schaust, hier 2016, 2019, wir sind gerade genau auf diesen Levels und haben wirklich ein schönes Potenzial, ja, von 22 hoch bis 50. Sagen wir mal, selbst wenn du einfach nur die 100% anvisierst oder so 80% oder sowas, eine super schöne Einstiegssituation jetzt gerade zum aktuellen Zeitpunkt. Eignet sich übrigens auch für Investoren, meiner Meinung nach. Also wenn du einfach so Buy and Hold machst oder einfach eine Aktie kaufst und dann halt irgendwann wieder verkaufst, aber keine Stops oder so benutzt, ist Zalando meiner Meinung nach gerade der heißeste Kandidat. Der zweite Kandidat, der mir auch relativ gut gefällt, aber ich habe halt einfach ein Riesenproblem mit der Konzernstruktur, ist die Porsche AG Vorzugsaktie. Auch hier potenziell gerade durchaus eine relativ interessante Situation. Ich sage absichtlich relativ interessant, weil wir einfach keine Referenzwerte bei der Aktie haben. Und das ist eigentlich was, was mir jetzt nicht so gut gefällt. Und die dritte im Bunde, die ja auch noch ganz gut aussah, ist hier die Merck. Charttechnisch in keinster Weise so gut wie bei Zalando. Ja, auch was das Potenzial angeht, verglichen mit der Porsche-Aktie, schwer einzuordnen. Aber die beiden so ein bisschen für mich mit Vorsicht zu genießen. Und Zalando meiner Meinung nach der heißeste Tipp im DAX. Aber schreib mir gerne mal deine Meinung unten in die Kommentare. Ich hoffe, das Ganze hat dir geholfen. War jetzt natürlich ein relativ langwieriges Video. Nichtsdestotrotz glaube ich durchaus eine prima Chance für dich, das einfach ein bisschen besser zu verstehen. Von daher würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video oder am Donnerstag im Investment Club. Mach's gut. Ciao.